Surla, ich habe wieder mal 3 Downloads. Diesmal sind es sehr kleine Downloads, sowohl vom Umfang her, aber als auch vom Preis her. Denn keiner von deren jetzt folgenden Download-Titeln hat mir mehr als 4,99 gekostet. Einer davon sogar gerade 1,99. Ich habe sie allesamt da für die Switch. Teilweise gibt es natürlich auch auf anderen Plattformen, aber natürlich geht es für mich immer um die Version, die was ich im Endeffekt auch da habe. Und ich darf mal sagen, wir fangen gleich an. Und zwar schauen wir uns als erstes an Whipsy and the Lost Atlas. Und man könnte eigentlich sagen, das ist so ziemlich ein Kirby-Klon. Natürlich, was die Figur angeht, ich meine, Kirby ist mehr oder weniger so eine hellrosa Knutschkugel und unser Whipsy ist im Prinzip auch nichts anderes als eine rosarote Knutschkugel. Der Unterschied zwischen den zwei ist nur der, dass Kirby seine Feinde einsaugt und der Whipsy benutzt mehr oder weniger eine Peitsche, mit der man nachher die Gegner ganz einfach drangsalieren und wir nutzen es auch, damit wir mehr oder weniger ein bisschen schweben bzw. gleiten können. Und aufgebaut ist es im Prinzip relativ gleich. Ist eigentlich so ein bisschen so, geht in die Richtung Jump'n'Run, Plattformer, in dem es eigentlich nur darum geht, dass wir uns Raum für Raum weiterkämpfen und nachher am Ende von der Stage mehr oder weniger einen Boss ganz einfach besiegen. Läuft alles über so eine Art Oberweltkarte, über die wir so ein bisschen navigieren können und bietet jetzt im Endeffekt eigentlich weder sonderliche Höhen noch sonderliche Tiefen. Die Optik ist sehr gut gemacht, also fällt mehr oder weniger in die Kategorie Zucker fürs Auge, wenn man das mag. Also ich stehe da gewaltig drauf und deswegen gefällt es mir eigentlich relativ gut. Objektiv gesehen muss man aber mit Sicherheit sagen, dass in den Vorbildern jetzt halt nicht unbedingt zu nahe kommt. Da fehlt dann ganz einfach die Abwechslung, es fehlt natürlich ein bisschen am Umfang. Es ist ja jetzt halt kein sonderlich schwieriges Spiel, also irgendwie eine große Herausforderung oder so ist keine. Es ist ganz einfach ein nettes Spiel für zwischendurch und deswegen gibt es da von mir 5 Punkte. Weiter machen wir mit Arch Lion Saga. Das ist im Endeffekt ein Rollenspiel, sprich ein RPG. Das mehr oder weniger die Klischee-Story von den meisten RPGs abhandelt. Wir haben da natürlich wieder unsere auserwählten Story mit irgendwo von den Vorgängen, die was schon seit 1000 Jahren irgendwie da am Start sind. Und wir müssen heute halt jetzt das alles beenden und zum Guten kehren. Der Kniff an dem Spiel sind aber zwei Sachen. Und zwar erstens macht sie es mehr oder weniger über die ganzen Klischees lustig. Frag sogar teilweise, ob einem nichts Besseres eingefallen ist, als wir dieselbe abgeschmackte Zeug nur mitzubringen. Und das gefällt mir eigentlich schon relativ gut. Und die zweite Sache ist ganz einfach, dass das Rollenspiel ist, bei dem du eigentlich mehr oder weniger nicht verlieren kannst. Und auf das ist die ganze Sache aufgebaut. Es ist wirklich extrem leicht. Du sollst mehr oder weniger ein Erfolgserlebnis nach dem anderen haben und dann auf dem Höhepunkt des Erfolges mehr oder weniger das Spiel beenden können. Beispielsweise kann man sich genau die Richtung zeigen lassen mit Hinweispfeilen, wo man als nächstes hingehen muss. Oder wenn man einen Kampf gewinnt, kann es schon mal passieren, dass man 10 Level auf einmal aufsteigt. Diverse Probleme lösen sich mit der Zeit ganz einfach von selber. Und das gefällt mir eigentlich recht gut. Es ist ganz einfach auf das ausgelegt, dass man jetzt halt nicht, keine Ahnung, 30, 40, 50 Stunden in ein Rollenspiel investiert, sondern dass man ganz einfach einmal so ein paar Happen für zwischendurch hat. Also ich persönlich habe, ich glaube, 2,5 oder 3 Stunden gebraucht und dann war das durch. Gibt von mir also 6 Punkte. Und letzten Endes haben wir nachher nur Biolab Wars. Und da sind wir jetzt wieder im Bereich der Klone. Und zwar ist das ganz einfach ein simpler Probotector bzw. Kontraklon. Und zwar in sehr viel Belangen. Was die optische Ausrichtung angeht und das Design, erkennt man sofort, also das ist an Contra angelehnt. Wir können aus verschiedenen Figuren auswählen und haben dann ganz einfach die simple Run-and-Gun-Action. Auch da haben wir verschiedene Waffen, die was wir uns holen können und abwechseln können.
Das Problem an der ganzen Sache ist gerade, dass zwar versuchen, Konter zu kopieren, auch was die Stages und so geht, also da laufen wir nicht gerade umeinander, sondern hucken beispielsweise einmal auf einem Motorrad und fahren mit dem durch ein Level durch oder hangeln uns an einem Zug entlang. Also es ist schon eine gewisse Abwechslung da, wie gesagt, immer angelehnt an Konter. Problematisch ist nur, dass das Vorbild in allen Belangen weitaus besser ist. Also das BioLab Wars, das hat mir jetzt 1,99 Euro gekostet. Dementsprechend habe ich wenig erwartet. Bin aber in der Hinsicht positiv überrascht worden. Es ist jetzt aber nicht so, dass das Game jetzt halt irgendwie der Überflieger gewesen ist und alle Contra-Fans haben auf das gewartet. Da hakt es schon mal ganz gewaltig an der Steuerung. Die ist nicht ansatzweise so knackig und punktgenau, wie ich es eigentlich vom Contra gewohnt bin und wie es auch sein sollte. Die Bosskämpfe sind, ja, ich sage jetzt mal, um einiges simpler, um einiges einfacher. Also es ist jetzt halt auch nicht der Schwierigkeitsgrad, den man eigentlich gewohnt ist. Der Umfang, muss ich sagen, passt. Es sind insgesamt 7 Stages mit jeweils 3 unterteilten Levels. Es gibt viele Bosse, das ist kein Problem nicht. Aber es hackelt eben an vielen anderen Sachen. Die Sprunggenauigkeit, mit der hapert es auch ziemlich. Aber wenn man mit deren ganzen Sachen ganz einfach klarkommt, wie gesagt, das Teil kostet 1,99 und da darf man halt ganz einfach nicht zu viel erwarten. Ich habe mir das Ding downgeloadet, eben weil es ausgeschaut hat, als dass ich in die Kerbe Konter schlage und das tut es auch. Wie gesagt, es ist ganz einfach gerade weit weg vom Original. Dahingehend gibt es von mir auch für das Spiel 5 von 10 Punkte und somit hätten wir die Episode wieder abgeschlossen. Das waren jetzt einmal 3 relativ kleine Download-Happen, aber es kann auch nicht immer irgendein epischer großer Sieger aus der ganzen Sache hervorgehen. Wie gesagt, allesamt habe ich für die Switch da und allesamt kosten es weniger als 4,99, sind also mehr oder weniger alles mit einem kleinen Happen für zwischendurch und da erledigen sie den Job eigentlich ganz passabel. Das war es mal soweit wieder von mir gewesen. Ich hoffe, die ganze Download-Angelegenheit hat euch halbwegs gefallen, es war was für euch dabei und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder.